Kennst du den Unterschied zwischen der Kenne ich schon Liste und der Mache ich schon Liste? Was sind diese Dinge, die dich davon aufhalten, endlich durchzustarten und das zu erreichen, was du dir immer schon gewünscht hast? Über dieses Thema sprechen wir heute in dem allerletzten Kurs von Social Media Like a Pro. Wir haben jetzt 8 Wochen gemeinsam wirklich nahezu jeden Content, Input, alle möglichen Tipps, die du brauchst, um dir ein erfolgreiches Social Media aufzubauen, in den letzten Wochen durchgearbeitet. Alle Videos sind natürlich gespeichert geblieben auf meiner Seite, aber heute sprechen wir natürlich darüber, wie du jetzt nicht nur die Dinge einmal hörst und sie irgendwo in deine Kenne ich schon Liste reingibst und dann in einer Schublade drinnen hast, die du nicht wieder aufmachst, sondern mein Ziel ist, auf die Mache ich schon Liste zu kommen. Das heißt, all die Dinge, die wir jetzt gelernt haben in den letzten Wochen, da herüben zu haben und aktiv Stück für Stück in die Umsetzung zu gehen. Und dazu muss ich euch heute natürlich wieder eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wie einfach dieses konstante Take Action und Entscheidungen treffen und dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen, mein Leben wirklich vollkommen verändert hat, dass ich jetzt hier sitzen darf, in meiner absoluten Traumwohnung. Und ich möchte euch sagen, dass das bei mir nicht immer so war. Ich habe mir da jetzt ein paar Notizen gemacht. Ich war nämlich damals 18 Jahre alt und ich wollte extra ein bisschen zurückspulen, weil ich denke, die Geschichte kennen noch nicht so viele von euch. Und vielleicht inspiriert euch das ja ein bisschen, jetzt wirklich diese ganzen Dinge, die ich euch beigebracht habe, wirklich dann umzusetzen, weil ich verspreche euch, dass jeder unter euch, der die Dinge jetzt umsetzt, wirklich seinen Erfolg erreichen wird, weil es kommt immer nur auf Take Action an, es kommt immer nur aufs Tun an und einfach die Schiffe zu verbrennen, so quasi sein Commitment zu machen, um die Insel zu erobern. Und das ist wirklich so wichtig. Okay, zurück zu meiner Geschichte. Ich war 18 und ich war mit meiner Mama echt zerstritten zu der damaligen Zeit. Ich habe die Schule abgebrochen und ich habe nicht unbedingt viel drauf gehabt, um ehrlich zu sein, außer Gastronomie, und ich habe Cocktail mixen können, weil ich habe damals schon mit 17 habe ich so eine Cocktail-Ausbildung gemacht in München. Und ich habe dann mit 18 ich habe dann mit 18 in einem Sportwettencafé gearbeitet und das war für mich echt der Horror. Ich habe in diesem Sportwettencafé gearbeitet und mir war es so extrem langweilig. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Mama gehabt. Ich habe echt wenig Kontakt generell zu meiner ganzen Family gehabt, weil ich habe mich voll, ich war so in meiner vollen Teenager-Phase drinnen und ich war echt definitiv kein einfaches Kind. Also danke nochmal, Mama, dass du so viel Geduld mit mir immer gehabt hast. Ich liebe dich über alles. Aber ich glaube, solche Geschichten können mehrere unter euch erzählen. Und bei mir war es dann echt so, dass mir so langweilig war, dass ich mir überlegt habe, wo ich so in diesem Lokal gesessen bin und immer diese Menschen bedienen habe müssen, mit denen ich ja überhaupt keine Lust hatte zu sprechen. Ich bin dort wirklich, wirklich fast eingegangen auf diesem Job. Und ich habe mir überlegt, okay, Katrin, so, jetzt bist du hier. Du bist in einem Job, der macht dir überhaupt keinen Spaß. Das machst du jetzt einfach nur, um die Runden zu kommen. Was kannst du jetzt noch tun, um mehr Geld zu verdienen und um da irgendwie rauszukommen? Ich wollte unbedingt in die Hotellerie, in die gehobene Hotellerie, hat aber nicht funktioniert, weil ohne Schulabschluss tust du dir echt schwer, irgendwie in die gehobene Gastronomie zu kommen. Und dann habe ich mir halt entschieden, gut, wer wird mir glauben und wer wird mir jetzt was abkaufen? Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich? Ich kann Cocktail mixen. Ich bin eine gute Kellnerin und ich kann Menschen gut unterhalten. Okay, passt. Das kann ich schon einmal. Was kann ich noch? Ich kann sehr schnell Dinge. Ich kann sehr schnell Dinge so tun, als ob ich sie schon immer kannte. Das war nämlich auch immer schon so meine Gabe, dass ich mich immer sofort, like, fake it until you make it. Also ich habe immer sehr stark gelernt beim Tun. Das habe ich euch beim letzten Mal schon erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, wer wird mir das abkaufen? Dann ist mir die Idee gekommen, mein Papa, der hat so eine mobile Bar gehabt, die haben wir immer wieder bei so Gastronomie-Events aufgestellt. Und der hat so einen alten Lieferwagen gehabt, mit dem hätte ich das transportieren können. Dann habe ich mir gedacht,
Jetzt habe ich die Idee. Ich kann nur Menschen was verkaufen, die jetzt nicht unbedingt viel schlauer sind als ich. Also habe ich ein Cocktail-Catering für Maturanten aufgemacht. Also für die Maturabälle ein Cocktail-Catering. Und bin dann mit meinem uralten Renault Twingo, ich habe mir einen Businessplan geschrieben, in einer Ringheftmappe. Ich weiß nicht, ob ihr die Plastikmappen noch kennt, wo man dann so diese Glassichthüllen reingegeben hat und dann so umgeklappt hat. Genau mit so einer Mappe, die habe ich mir selber erstellt, die habe ich mir damals in einem Word einfach geschrieben, weil ich hatte kein Geld, mir da irgendwie eine Firma zuzuziehen. Und habe mich in mein Renault Twingo gesetzt und bin in ganz Österreich herumgefahren und habe mich überall bei diesen ganzen Schulen beworben, ohne dass ich vorher angerufen habe. Das heißt, ich habe krasse Kaltakquise damals mit 18 Jahren gemacht. Ich habe mit 17 übrigens schon meinen Führerschein gemacht, L17 damals, weil ich wollte schnell unabhängig sein. Und bin dann zu diesen ganzen Maturanten rein und habe einfach mich verkauft. Ich habe mich verkaufen müssen, weil es ist mir nichts überblieben. Ich habe keine Kohle von meinem Papa gekriegt, ich habe keine Kohle von meiner Mama gekriegt, weil mit der habe ich nicht gesprochen. Das heißt, in dieser Notsituation, einfach um voranzukommen, habe ich Action gemacht. Habe mich in mein kleines Auto gesetzt und bin einfach alle abgefahren. Und von 10 Schulen haben dann 2 Ja gesagt. Und dann habe ich mit diesen 2 Ja's die anderen Schulen rekrutiert. Und habe angefangen, wirklich neben diesem Kellnerjob so ein gutes Geld zu verdienen, dass ich pro Maturaball zwischen 2.000 und 3.000 Euro verdient habe. Weil ich habe natürlich so gemacht, dass die nicht mir was gezahlt haben. Weil ich wusste, die Maturanten, die haben nicht so viel Geld und die können nicht vor investieren, wenn ich zu denen jetzt sage, dass sie von mir 10% vom Umsatz bekommen und der Rest bleibt bei mir, dann tut ihnen das nicht weh und sie haben aber coole Cocktails. Und genauso habe ich das Konzept verkauft. Und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Ich war damals 18. Und jeder von euch, der jetzt schon einen Schulabschluss hat, mehr Erfahrung hat, Ideen hat und was umsetzt, warum habt ihr es bis heute noch nicht umgesetzt? Ich möchte euch das einfach mitgeben, weil bei mir sind genau diese Entscheidungen und dieses Konstante, immer wieder noch vorzugehen, auch wirklich Dinge einfach zu tun, ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich hätte nichts verlieren können. Ganz ehrlich, was hätten sie sagen können? Nein, hätten sie sagen können. Nein, dann wäre ich halt weitergefahren und hätte beim nächsten wieder gefragt. Und wenn der Nein gesagt hätte, bin ich halt weitergefahren und habe beim nächsten wieder gefragt. Und so ist es weitergegangen. Und soll ich euch was sagen? Jede Entscheidung in meinem Leben hat mich ein Stück weit an mein Ziel gebracht, einfach Millionärin zu werden. Weil ich wollte immer schon Millionärin werden. Ich habe das früher im Fernsehen gesehen und habe gesagt, yes, das will ich werden. Ich will Millionärin werden. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, weil das war meilenweit entfernt. Und es ist dann Schritt für Schritt, es sind immer wieder neue Chancen auf mich zugekommen, wo ich mir gedacht habe, passt, das probiere ich jetzt. Und dann probiere ich das nächste. Und dann war witzigerweise, hat zufällig, in der Zeit, wo ich gerade so motiviert war, um zu Dingen einfach Ja zu sagen, hat mein Bruder mir angerufen, dass in einem 5-Stern-Leading-Hotel in Ischgl sehr viele Kellner gerade gekündigt haben und die haben Not am Mann. Das heißt, ich habe Glück gehabt, dass ich mein Zeugnis dort nicht hinschicken habe müssen, weil mein Bruder gerade dort war und habe wieder den Job gekriegt. Durch den Job habe ich wieder einen anderen Job bekommen. Durch den anderen Job hat es geheißen, geh aufs Oktoberfest, da verdienst du viel Geld. Am Oktoberfest habe ich wieder andere Menschen kennengelernt, die mich wieder in eine höhere Gastronomie gebracht haben. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, cool, jetzt bin ich in meiner Zwischensaison zu Hause und entweder wäre ich jetzt schwergewichtig oder Alkoholikerin, wenn ich so weitermache die nächsten Jahre auf Saison, weil das kann man sich in etwa vorstellen, wie das aussieht in einem Kellnerjob, wenn man da natürlich immer eingeladen wird. Und das wollte ich nicht. Und ich gehe zum Powerplay-Training in Graz und bin immer wieder zu dem Powerplay-Training nach Graz gefahren. Und die Chefin sagt zu mir an dem einen Tag, warum machst du eigentlich nicht selbst ein Powerplay-Studio auf in dem Ort, wo du lebst, weil dort gibt es noch keines. Und soll ich euch was sagen? 4 Monate später habe ich eröffnet. 4 Monate später habe ich eröffnet. Ich habe am Weg nach Hause schon meinen Businessplan in meinem Kopf geschrieben, habe am Weg nach Hause quasi schon telefoniert mit diesem Powerplay-Typen, dass der zu mir kommt und sie mit mir zusammensetzt. Und dann habe ich mein erstes Fitnessstudio aufgemacht. Und ich habe nicht gewusst, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe nicht gewusst, ob das ein Erfolg wird oder ob das ein Flop wird. Aber das Ding ist, take action. Ich bin einfach reingegangen, weil ganz ehrlich, was hätte ich verlieren können? Ein paar Euros? Ja und? Wenn ich ein paar Euros verliere, dann gehe ich halt wieder auf Saison und dann verdiene ich sie wieder.
Aber genau um das geht's im Leben, Leute. Mir kommt vor, so viele von euch warten immer auf die nächste Chance und die nächste Chance und die nächste Chance. Und dann seid 20, 30, 40, 50, 60 schrumpelig, 70 schrumpeliger. Wann wollt ihr die Chance für euch nützen, um euer Leben so zu leben, wie ihr es euch vorstellt? Und genau darum geht's, Leute. Und ich schwöre, in dem Kurs, was ich euch jetzt mitgeben habe, habt ihr alle Skills, weil Social Media ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe mir alle meine Unternehmen über Social Media aufgebaut, außer das Event Cocktail Catering, weil zu der damaligen Zeit hat es das noch nicht so gegeben. Also ich hätte wahrscheinlich zur damaligen Zeit noch keine Maturanten gefunden, weil es einfach noch nicht so ausgereift war. Aber trotzdem, der Sinn, was ich euch damit sagen will. Was ich euch damit sagen will, ich will euch erstens motivieren, ich will euch zweitens einfach sagen, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Und wenn ihr denkt, ich kann das nicht so wie die Kathi, dann wird es so sein, dass ihr es nicht so könnt. Wirklich, das ist einfach so. Ihr schickt ja, ihr sendet an eure Gedanken. Das sind hunderttausende, Millionen von Zellen, die da aktiv werden. Mit dem Gehirn sendet, also diese Gedanken strahlen auf euren ganzen Körper und auf die ganzen Zellen aus. Und das ist wie euer Sensor, der da rausgeht. Und genau das zieht ihr an. Jetzt fragt euch einmal, was passiert, wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, ja, die Kathi, die kann das, ich kann das nie. Na, ich bin überhaupt nicht so ein Typ dafür. Wer findet sie wieder? Ich bin überhaupt nicht so ein Typ dafür. Na, warum soll ich das schaffen? Na, dann hätten das ja schon so viele andere Menschen geschafft, oder? Und genau das ist der Fehler, Leute. Genau das ist euer Fehler und genau das ist der Grund, warum ihr in 10 Jahren immer noch da sein werdet, wo ihr jetzt seid, wenn ihr nicht jetzt eine Entscheidung trefft und was ändert. Eine Entscheidung trefft und in eure Angst hineingeht. Eine Entscheidung trefft und über euch hinaus wächst. Eine Entscheidung trefft und einfach eure Fähigkeiten eine Spur mehr Raum gibt, dass ihr es überhaupt einmal ausleben könnt. Die meisten Menschen verbrauchen nur 2% von ihrem gesamten Potenzial, was in ihnen schlummert. Könnt ihr euch das vorstellen? 2%! 2% von eurem ganzen Potenzial habt ihr wahrscheinlich bis zu eurem Tod irgendwo vergraben und habt nie die Schublade aufgemacht, um das rauszuholen und rauszutragen. Und ich sage euch, das ist eigene Erfahrung. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, wie sie gereift sind und wie plötzlich diese Blüten und diese Früchte wirklich gewachsen sind, obwohl sie am Anfang zu mir gesagt haben, na Kathi, ich glaube, das ist nichts für mich, na, ich traue mich das nicht, oh Gott, und jetzt soll ich da einfach jemanden fragen und wie soll ich Kunden gewinnen und wie soll ich das, naja, ich habe mit meinem Leon gestern das gleiche Beispiel gehabt beim Dividieren, sie rechnen, sie fangen gerade an, dreistellig zu dividieren und er sagt, Mama, ich kann das nicht, du kannst das so gut. Sag ich, glaubst du, ich hab's vorher gut können? Wenn du es jetzt 1000 Mal machst, dann wirst du zu mir sagen, Mama, ich kann das so gut, schreib mir mehr Zahlen auf. Und genau darum geht's. Das Kinderbeispiel ist immer zurückzuführen, auch auf euch selbst, auf uns Erwachsenen. Wirklich, nehmt euch das zu Herzen. Erster Punkt, ganz wichtig jetzt, um zum Punkt zu kommen, um zum Schluss zu kommen. Und ich möchte echt nicht aufhören, weil ihr seht, ich habe da echt eine Passion dafür, Menschen da draußen zu zeigen und Menschen zu inspirieren und ein vorbildlicher Leader zu sein, dass alles möglich ist, wenn man bereit ist, die Dinge zu tun. Erstens, find heraus, was du willst und wie du leben willst, was du willst und wie du leben willst. Das ist das Erste. Zweitens, mach dir einen Plan, setz dir gezieltes Datum und gib dir selbst ganz genaue Anweisungen, okay? Drittens, schätz dein Risiko ab. Schätze dein Risiko ab. Nimm dir nicht zu viele Schulden auf, dass du da nicht mehr rauskommst, sondern schätz dein Risiko ab. Ich habe mein Risiko abgeschätzt und habe gewusst, okay, wenn sich das nicht ausgeht, kann ich immer noch auf Saison zurückgehen und kann mir das wieder erarbeiten. Das heißt, ich schätze mein Risiko ab. Wie viel Geld kann ich investieren? Und was kann ich eventuell ohne Geld machen, so wie Social Media? Weil Social Media könnt ihr ohne Geld zu investieren aufbauen. Es kostet euch nichts. Es ist nur Zeit und Energie. Und seid nicht so dumm und tut zuerst viel Geld in der Website und viel Geld in der Branding und viel Geld in was investieren, statt das einfach mal anfängt über Social Media herauszufinden, okay, ist das meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? Arbeite mit einer Facebook-Gruppe und finde mal heraus, ist das mein Markt? Macht mir das überhaupt Spaß, okay? Und dann das Vierte, take action. Geht's in die Umsetzung, fangt's an mit dem Tun, nehmt euch die Dinge vor, dass ihr konstant jetzt doch einmal das erreicht, was ihr euch vornehmt.
Wo ist dein Leben? Wie schaut dein Leben aus in 12 Monaten, wenn du heute nicht eine Entscheidung triffst und einfach in die Umsetzung kommst? Okay? Also ganz wichtig, take action, kommt ins Tun. Ich werde auf alle Fälle den Social Media Like a Pro Kurs für euch gespeichert lassen auf meinem Account. Ihr könnt es euch immer wieder anschauen, ihr könnt immer wieder darauf zurückgreifen. Wenn ihr irgendwann einmal ein Down habt und euch denkt, scheiße, bei mir funktioniert's nicht, dann nehmt das Take Action Video her und hört euch die Geschichte an. Es würde mich riesig freuen, wenn ich die Person bin, die dich jetzt dazu bringt, von deinem Sessel aufzustehen, von deiner Couch aufzustehen, das Netflix auszuschalten und dich einfach an die Arbeit zu machen, dein Ding durchzuziehen, weil dann hast das du auch verdient. Okay? Community bleibt offen. Ich werde euch regelmäßig auch in der Community einen kleinen Popo-Tritt geben, um euch zu sagen, welche Möglichkeiten ihr über Social Media habt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank für die mega coolen 8 Wochen, die wir gemeinsam hatten. Ich glaube, das war jetzt ein krönender Abschluss, der euch so richtig Mut geben soll, jetzt loszulegen. Und ich freue mich jetzt schon, eure ganzen Erfolgsgeschichten zu hören. Und ich bitte euch darum, wenn ihr eure Erfolgsgeschichten schreibt, dass ihr mir das bitte zusendet, wenn ich da ein kleiner Teil davon war. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und danke für alles. Ciao!